Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder den Weg hierher gefunden habt und mit mir jetzt das Türchen Nummer 7 öffnet. Es ist eines meiner Lieblingsvideos hier oder Lieblingstürchen besser gesagt, weil es mit Natur und Tieren zu tun hat. Als erstes stelle ich euch hier zwei Wörter vor, die sehr ähnlich klingen, anders geschrieben werden und etwas ganz anderes bedeuten. Einmal ist es die Lerche mit A-Umlaut und dann ist es die Lerche mit E. Die Lerchen sind Bäume, die Lerchen sind Vögel. Der Baum, die Lerche, wird mit A-Umlaut geschrieben, so wie Bäume. Merkt euch also einfach, die Lerche, der Baum mit A-Umlaut, wird so wie Bäume mit A-Umlaut geschrieben. Den Vogel Lerche hingegen schreibt man mit E. Da ich selbst aus einer sehr alten Bergbauernfamilie stamme, hat mir mein Großvater schon als Kind immer sehr viele Naturweisheiten über Tiere als Wetterboten erzählt. Zum Beispiel, wenn im Februar die Lerchen singen, wird es uns Frost und Kälte bringen. Früher Vogelsang macht den Winter lang. Oder reißt die Spinne ihr Netz entzwei, kommt Regen herbei. Und auch, hat der Hase ein dickes Fell, wird der Winter ein harter Gesell. Gesell heißt ja so viel wie Freund oder Kamerad. Und diese Bauernregel hier hat eine Trefferquote von, ja, ich würde sagen 90%. Sind die Maulwurfshügel hoch im Garten, ist ein strenger Winter zu erwarten. Und auch diese Regel hier trifft so gut wie immer zu. Sitzt die Krähe zu Weihnachten im Schnee, sitzt sie Ostern dafür im Klee. Weihnachten der Tiere. Weihnachten kommt, es wird Winter im Wald. Die Tiere sind hungrig und es ist sehr kalt. So herrscht bei den Tieren statt Seligkeit frostige Stimmung zur Weihnachtszeit. Wenn ihr selbst solche Wetterregeln mit Tieren kennt, aus eurem Land, aus eurer Heimat, dann schreibt sie uns doch bitte in die Kommentare. Das würde uns sehr interessieren. Und damit schließe ich das Türchen Nummer 7 und freue mich schon jetzt auf morgen, um mit euch das Türchen Nummer 8 zu öffnen. Tschüss, Servus, macht's gut, Baba, bis morgen.